Ja, moin, meine Freunde. Ich gucke mir gerade, stolper gerade über eine Volksstimmen-Nachricht in Magdeburg und Abriss. 200 Wohnungen weg. Plattenbau in Magdeburg wird dem Erdboden gleichgemacht. 200 Wohnungen? Ich lache mich tot. Ich denke, die brauchen wir doch alle überall. Gerade für unsere Ankommenden. Warum werden denn da Wohnungen zerstört? Ich verstehe es nicht. Und wie viele Plattenbauten wurden denn schon in letzter Vergangenheit überall, wie viel Wohnraum wurde denn zerstört, um die Mietpreise zu regulieren? Nach oben. Aber jetzt hätten wir die ganzen Wohnungen noch brauchen können. Aber aktuell hier, 23.01., hier 200 Wohnungen werden in Magdeburg dem Erdboden gleichgemacht. Magdeburg, nicht mehr viel übrig von dem 10-Geschosser. Ja, ganz, ganz komisch. Abriss eines DDR-Zeitzeugen. Ja, gut. Und dann steht da neue Pläne für den Stadtteil. Es soll ja was Neues geschaffen werden. Es soll. Und was soll da geschaffen werden? Irgendwie was, andere Wohnformen. Im Plattenbaugebiet. Ja gut, hätten sie doch das ganze Wohnen gestalterisch, wie auch immer, jetzt bestimmt noch andere Wege gegeben, als die Wohnung zu zerstören. Also ein Wohngebiet, Wohnung zu zerstören, ist dann andere Wohnformen zu entwickeln. Also nicht wohnen. Also wie soll ich das verstehen? Keine Ahnung. Und darunter steht gleich, ein Nachbarblock ist mit zwei weiteren Eingängen von 80 Wohnungen war bereits schon lange abgerissen. Also da sind ja so 300 Wohnungen quasi weg. Und dann lesen Sie auch, ehemalige Gaststätte am Magdeburger Stadion wird abgerissen. Also das sind denn die neuen Wohnformen. Gaststätte wird abgerissen, Wohnungen werden abgerissen. Und dann überlegen wir uns mal, wo wir dann wohnen wollen. Beichtet. Großes Fragezeichen. Ja, bis denn.